Okay, nun geht es weiter. Wir waren bei der Aufgabe stehen geblieben, obwohl ich spiele jetzt einfach mit Controller weiter. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie, was haben wir denn gemacht? Wir haben wen verbuddelt, genau. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, hier erstmal wieder wegzukommen. Und das werden wir auch machen. Ich spiele jetzt erstmal mit dem Controller, weil heute Will ist mich auch. verarschen? Okay. Heute ist auch die PlayStation 3 von 5XL, von Oliver, angekommen. Den man Oh mein wahrscheinlich kennen Gott, sollte. armer Dino. Der hat uns seine PlayStation 3 verkauft und dafür haben wir uns auch Mafia geholt und das haben wir gerade auch gezockt an der PlayZ. Und jetzt habe ich mir gedacht, boah, dann nimmst du doch mal am PC wieder ein bisschen auf, hast du gerade Bock drauf. Wobei ich sagen muss, ich komme mit den Xbox-Controller zurzeit besser klar. Ich weiß nicht. Irgendwie liegt der mir besser in der Hand. Der hat mehr. Der ist ein bisschen dicker, breiter und finde ich, komme ich besser mit klar. Muss zwar jeder für sich selbst entscheiden, womit er besser klarkommt, aber ich bin definitiv für den Xbox-Controller zurzeit. Na, leck mich am Arsch. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass diese bescheuerte Scheiß-Radiomucke an ist und das muss ich mal eben ausmachen. Weil, was soll das denn? Radio aus. Musik aus. Warum war der da gerade wie Mucke an? Habt ihr das auch gehört? Wartet mal. Da ist doch ganz klar Dings drin, oder nicht? Warte mal, wie macht man die denn nochmal aus, das Radio? Ich will das Radio ausmachen. Oder singen die Bescheuerten da hinten im Auto? Entschuldigung. Naja, egal. Ich werde einfach mal ein bisschen reden und das Radio ist ja auch eigentlich aus. Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit irgendwelchen Lizenzinhabern, wenn ich das jetzt hier trotzdem weiterlaufen lasse. So ist ja auch eigentlich relativ leise im Hintergrund, also von daher sollte das hoffentlich nicht auffallen, wenn diese behinderten, besoffenen Typen da hinten im Auto singen. So, wow! Und wir fahren einfach mal weiter, wie uns das Navigationsgerät aus den 50er Jahren uns das hier heute anzeigt. Wunderschönen Ausblick haben wir auf die Stadt. Und ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu übertönt. Also so, wie heißt das denn nochmal? So verzerrt, so viel zu laut halt. Ich weiß gerade den Ausdruck dafür nicht. Weil ich ziemlich nah am Mikrofon sitze, wie ich selbst finde. Ich habe mich heute mal ein bisschen anders konfiguriert mit den Mikrofon, Stuhl, Controller, Dingsbums. Aber ne. Sollte hoffentlich ist es nicht so schlimm für euch Zuschauer da draußen. Einen Moment. Immer noch ein bisschen husten. Ey, der Scheiße geht mir auch ewig auf den Sack. Ich weiß auch nicht warum. So. Seitdem die Sonne wieder draußen ist, nervt mich das so krass. Das gibt's gar nicht. Einen Moment. Ich bin mal kurz auf ganz stumm so. Einen kleinen Mega-Crash gemacht. Sorry, Leute. Auch wenn das jetzt abgehackt war, was ich gesagt habe. Sorry, ich habe gerade einen kleinen Crash gemacht, deswegen, wegen dem Scheiß hier. Wegen dem Scheiß-Husten. Dann parken wir mal. Und was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt schon einige Parts hochgeladen. Und ich muss sagen, das Tut mir Projekt. leid, Vito. Die Party ist ein bisschen Okay. unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddys Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause Du kommt. bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Jo. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Leck mich, du Schlampe! Ja, genau. Los, wir Das rufen ein genug. paar Weiber Ab ins an Bett mit und dir. ihr Komm jetzt. wisst schon. Ich rufe dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Ach stimmt, wir haben ja unser eigenes Apartment, ey. Stimmt, ja. Ja, was ich sagen wollte, das Projekt kommt nicht so gut an, wie ich gemerkt habe. Erstmal Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown. Uptown. 11. April 1951. Was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herrgott! Was ist das denn? Marty, hör auf zu schreien! Marty? Mir brummt der Schädel. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Was wollen die denn jetzt schon wieder von mir? Ah, ist ja schlimm mit euch, Leute. So, wollen wir mal gucken. Haben wir hier
Kein Pornohäftchen, alles klar. Machen wir die Tür auf hier. Wäre ja mal geil, wenn wir mal ein paar mega krasse Outfits in diesem... Kann man eigentlich welche einfach so finden? Das wäre ja mal krass. Wenn wir dann einfach mal so ein richtig behindertes Outfit finden könnten. Mal die Tür zu hier. Das ist schließlich meine Bude. Ist mir wichtig, dass da keiner rangeht, ne? Ja. Projekt kommt nicht so gut an, hatte ich gesagt. Finde ich schade. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde, das Spiel ist eigentlich sehr geil. Bietet Unterhaltungswert, ist nice. Naja, erstmal tun, was sie von uns wollen. Wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Martin. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring rein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Okay. Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Beschädige die Lieferung nicht. Oh, das war scheiße knapp jetzt. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Das sind Sorgen der Leiche. Das will ich auch hoffen. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so toll für ihn war. Vor allem, weil er alles alleine machen musste. Naja. Fahr doch, du Sackgesicht da vorne. Ah, mich sowas aufregt. Ah, fahren wir mal irgendwie hier durch. Natürlich beschädigen wir die Fahrer nicht. Ja. Die Dinger haben auch richtig Power, ey. Diese LKWs und so. Kann die Ware da drin eigentlich rum? Was geht's denn? Rutschen? Nö. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Ach, Kippen. Wir nehmen den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gewandert. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stop, Riverside. Na gut. Vertrau mir. Oh, will ich raus nochmal in den Knast wegen dir. Wegen so einer Scheiße. Ich hab keinen Bock, mich da nochmal durchzuschlagen. Auf der Autorennbahn. Was ist? Willst du uns umbringen? Ups. Mann, entspann dich. Sorry. Geil. Aber bis jetzt stand da noch nichts, dass die Ware irgendwie beschädigt ist oder so, ne? Also beschweren können sie sich nicht. Ich war hier wie, keine Ahnung, ein Künstler halt. Aber ich find's geil, die Animation auch, dass die Bretter sich da hinten mitbewegen, wenn man lenkt und so. Das sind sehr schöne Details, die man nicht missachten darf. Das gehört alles zum Spiel dazu. Und das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Also ist nicht ganz neu. Wie man wahrscheinlich auch an der Grafik und so sieht. Obwohl ich sagen muss, dass die Grafik ziemlich Affentitten geil ist. Ja, man, Affentitten geil ist das. Für, fuck. Für solch ein Spiel. Aus dem Jahre, wann ist das denn rausgekommen nochmal? 2011, ne? Ey, geh weg. Aber jetzt fahren wir hier in die farbigen Gegend, oder was ist das nochmal? Ja, ich glaube schon, ne? Hier waren die ganzen farbigen. Da hinten in dieser dreckigen Siedlung. Oder? Ja, anscheinend doch nicht. Ach, scheiße, ich bin dran vorbeigefahren. Ha, ha, ha. Vor lauter Geplauder habe ich die Einfahrt verpasst. Dann nochmal zurück. Aber dich mal nicht verpasse. Was zum Teufel soll das? Krieg dich gefälligst ein. Richtig, ich will da nur ein bisschen den Wagen schieben. Schiebe, schiebe, schiebe Spiel. Und wir sind da. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Mhm. Okay. Kletter okay. Rauf und gib mir die Ware. Hi. Eine Stange Reds. Ja. Eine Stange Reds, Vito. Ja, gerne. Wenn hier mal was passieren würde. Bewegung, Vito. Eine Stange Reds. Ja, ich mach okay. Doch. Okay. Her damit. Ja, geht doch. Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Hey, na endlich kommt ihr. Ich hab $2. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues. Aber gerne, Joe. Hier, eine Stange Blues. Was für geile Marken. Reds, Blues.
YTs oder so. Wow, so viel hat man verkauft. Haben wir ganz... Achso, einige Stunden später. Ich dachte, wir haben jetzt $4 eingenommen, ey. Hastig. Oh, fuck, Mann. Die Bullen. Die Bullen! Was soll der Scheiß? Hey, Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Oh. Ich nehme heute mal Whites. White? Hast du gehört, Vito? Ja. Eine Stange White. Lol, dass er dir eine Bulle welche holt. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, ey, dass der Bulle sich auch so was holt. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Gigantisch heute. Wir machen richtig Knete. Ja, total. $6? Nein, ich weiß ja nicht, was wir in den Stunden eingenommen haben. Wird wahrscheinlich ein bisschen was sein. Millville. Millville, da müssen wir jetzt hin. Weil ich da hin will, müssen wir nach Millville. Aha. So. Komm. Habt ihr eigentlich eine Idee, was ich nach diesem Mafia-Let's Play hier Let's Playen könnte? Denn wenn, dann könnt ihr es mir mitteilen. Ich bin derzeit noch am Überlegen, was ich wirklich spielen soll. Aber vielleicht habt ihr ja geniale Ideen und ich gehe darauf ein. Der Kleine, dieser Marty, arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Oh, wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheißer? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Mach ihn runter, mach ihn runter. Dein besten Kumpel. Boah, dass die Karre hier nicht mehr drauf hat. Aber vielleicht auch besser für die Ware. Naja, verlieren wir die ganzen Kippen noch. Und dann war's das nämlich mit der Kohle. Kriegen wir am Ende auch nur einen Anteil. Chinaton. Ding, dacka, dong, dong, ding, dacka, dong, dong. Hier macht es Mucke. Hier machen Musik. Mit Götzenhaare. Und Hunde. Scheiße. Wir haben zu weit gefahren. Schnell rückwärts. Beim Rückwärtsfahren immer nach hinten gucken, Leute. Wenn ihr mal einen Führerschein macht oder vielleicht sogar schon einen habt, dann wisst ihr es. Bald oder vielleicht auch jetzt schon, sofern ihr schon einen habt. Immer schön die Regeln der Straße beachten. Bei Rot immer bremsen. Bist du farbenblind? Die war rot. Ich weiß. Na und? Ich hab gesagt nicht. Junge, das ist einfach rumheult, ne? Ist doch kein Bull in der Nähe. Was soll denn passieren? Wir sind nicht im 20. Jahrhundert, wo Kameras an der Ampel hängen. Wie Kapulle in der Nähe ist, interessiert es eh kein Schwein. Meine Fresse. Und jetzt geht das links rum. Und nochmal links rum. Da sind wir gleich mal da? Ja, Mensch, sind wir gleich mal da? Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, alles klar. Das entschädigt fast für gestern Nacht. Was? Wow, wow! Wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft. So, jetzt sind wir gleich da. Und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Wie es aussieht. Für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Ja, jetzt gleich sind wir da. Und dann kann ich wieder mal ein Schlückchen trinken für meine Halse. So. Hallöchen. Hey, eine Stange Blues bitte. Ach man, warum muss ich die Drecksarbeit eigentlich machen? Bingo. Ich will das Geld einnehmen. Nix Bingo, Alter. Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Hey, da ist ein Hund. Ich nehme eine Schachtel Reds. Da ist ein Hund. Stange Reds, Vito. Ja. Da ist ein Hund, ist da. Okay. Ein Hund. Her damit. Da hinten ist ein Auto. Und noch eine. Da sind irgendwelche Idioten, die sich unterhalten. Hier. Ach, wie lange das dauert.